Okay, jetzt bin ich offensichtlich wieder ein König. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Ich bin aber auch immer so ungeduldig. Hallo, lieber Geist. Habe ich ja Glück, dass hier am Anfang so Goldmünzen rumliegen. So, ich brauche einen Bogenschützen. Und einen Bauarbeiter. Na. Und natürlich, klar, eine Mauer. Und hier wahrscheinlich dann auch eine Mauer. So, und er will mich jetzt in dieses Dorf hier bringen. Hallo, armer Bürger. Nimm mein Geld. Oh, hier geht's erstmal nicht weiter. Gut. So, zwei Leute mehr bedeutet für mich jetzt erstmal einen Bogenschützen mehr, würde ich sagen. Ach komm. Machen wir mal lieber... Geh doch an die richtige Stelle. So. Jetzt haben wir noch einen Bogenschützen. Da muss ich nur den Bogen holen. So, habe ich gerade Geld? Nee. Der bringt mir aber Geld. Oh, okay, hier sind eine Menge Dörfer, wie ich gerade sehe. Ich weiß, dass hier so Geistkreaturen rumrennen, die mir meine Krone klauen. Das habe ich jetzt begriffen. Aber ich glaube, die kommen erst in der zweiten Nacht. Ich hoffe, die kommen erst in der zweiten Nacht. Was zur Hölle ist denn das? Ich habe eh kein Geld, also von daher... Da ist eine Truhe. Die wollte ich haben. Gimme them money. Bloß zurück. Treibt die ganze Zeit die Hirsche vor mir her. Ja, weiter, weiter, weiter. Noch. Als ob. Gut, hier ist noch ein Dorf. Aber keine Leute da. Mensch, aber hier. Nimm dies und folge mir in mein Dorf. Mit ihm hier, er will mir nichts geben, okay. Ich glaube, ich möchte noch einen Bogenschützen haben. Und vor allem die Mauer vergrößern. Mein Volk ist aber sehr, sehr, sehr ehrlich und gibt mir das Geld immer wieder zurück. So, und hier? Okay, ich habe nur eine Goldmünze. Ja gut, damit komme ich nicht weit. Was ist denn mit dem hier? Ach, ich glaube, die geben mir Geld, wenn die hier eine Nacht überlebt haben, glaube ich. Oh, danke. Dankeschön. So, jetzt wo Tag ist... Oh, warte. Ich reite erstmal
zu den Dörfern zurück und schaue, ob ich dort nicht noch mehr Menschen rekrutieren kann. Hab ich hier noch irgendwelche Arbeitslosen gerade? Ja, da... Oh. Hi. Ah, okay, die gehören anscheinend schon alle zu mir. Ein dunkler, dunkler Wald? Nee, so weit will ich nicht wegreiten. Lieber nicht. So, also Bogenschützen habe ich ja quasi mehr als genug. Das heißt, ich brauche noch ein paar Bauarbeiter. Okay, für dich habe ich gerade leider nicht. Ich habe nur eine Münze noch. Aber mir fehlt gerade irgendwie immer noch Geld. Ich werde mal nicht so weit von meinem Königreich, von meinem Königreich, das ich gerade aufbaue, wegreiten. Entschuldigung, dass ich hier die ganze Zeit ans Mikro rankomme. Das ist nicht meine Absicht. ja. Wieso gibt es hier verschiedene Farmen? Da gibt's diese. Hallo, edler Mensch. Komm, edler Mann, kommen Sie in mein Volk und dienen Sie mir. Ich kann zwar nichts außer mit Goldmünzen schmeißen, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich das hier update, dass dann mehr von diesen Reisenden kommen und mir dann für die Nacht Geld geben. Ja, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Okay. Bis jetzt ist ja noch alles guti. Oh. Wie, und das hat nicht mal Gold gebracht? Ich finde, dafür hätte man mir Gold geben können. Ja, nachts ist draußen rumrennen nicht so schlau. Denke ich. Tag 3, okay. Hallo, edler Reisender. Vielen Dank für all your money. Okay, und schon sieht das Ganze ein bisschen hübscherer aus. Ich habe trotzdem wieder nur eine Münze. Wo kommt denn der Verdienst her? Natürlich von Schatztruhen, das habe ich schon verstanden. Und von Dingen, von Beute, die mein Volk macht bei der Jagd. Und sowas. Aber mir läuft ja selten. Mir läuft ja selten so ein Reh oder so ein Hase ins Lager rein. Hmm.